die Schweizer Soldaten ihre Waffen ergriffen, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war, als die Truppen der Heimat die Treue gelobten, als die Armee ihre Stellungen bezog, da hatten wir einen Chef, dem alle vertrauten, General Henri Guisan. Schon als Armeekorpskommandant an der Seite von Bundesrat Minger hatte er mitgeholfen, das Land auf die kommenden Bedrohungen vorzubereiten. Und als es dann zum harten, kriegsmäßigen Üben kam, wussten alle, worum es ging und was der General erreichen wollte. Für Henri Guisan gab es keinen Zweifel. Wir mussten und wir konnten uns verteidigen. Persönlich glaube ich nicht nur an die Notwendigkeit und an die Pflicht, sondern auch an die wirksame Möglichkeit, uns zu verteidigen. Verteidigen heißt in diesem Falle nicht nur halten, sondern sich mit aller Kraft schlagen, zerstören, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Am unvergesslichen Rütli-Appell, in höchster Gefahr, sagte General Guisan den Offizieren, den Soldaten, den Behörden, dem Volk und der Welt, wir widerstehen. Croyez non seulement à notre bon droit, mais à notre force, et si chacun le veut, à l'efficacité de notre résistance. Das Alpenreduit, die nationale Igelstellung, war damals die Antwort des Generals auf die Drohungen der Heere, die uns umzingelt hatten. Mit unerschütterlicher Ruhe ließ er diese Stellung in den schützenden Alpen und in den Voralpen ausbauen. Quand pensez-vous que cette route sera achevée? Seine Mitarbeiter, wie Generalstabschef Huber, teilten seine ernste Zuversicht. Dieses Stück ist im Unterbau fertig und mit Automobilen zur Not befahrbar. Diese Strecke ist noch stark im Rückstand, sollte aber bis zum Spätherbst ebenfalls befahrbar werden. Wie viel schicksalsschwere Meldungen trafen damals im Kommandoposten des Generals ein? Stato maggiore personale generale. Stato maggiore personale generale. A vos ordres, mon capitaine, restez à l'écoute, s'il vous plaît. Zu Befehl, Oberst, ich bin zum Herr General gab nicht teile. Wie viele entscheidende Entschlüsse waren zu fassen? Non. Les précautions à prendre doivent être en réflexe. Bien, mon général. Alors, dans ce cas, c'est la variante numéro 2 que je vous fixe. Bien. Wie umfassend war seine Verantwortung? Sie betraf die Armee, das komplizierte Ganze? Und sie betraf oft genug auch den einzelnen Soldaten. Ein Kanonier, der wegen Landesverrats verurteilt wurde, antragt aus generalpräventiven Gründen Abweisung. Einverstanden. Ich habe für Landesverräter nichts übrig. Immer wieder ging der General zur Truppe. Immer wieder fand er die einfachen, männlichen Worte, die jeder sogleich verstand. Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten. Mein Vertrauen in unser Volk und in unsere Armee ist unerschütterlich. So hart wie der Granit, auf dem wir stehen, ist unser Wille ein freies, unabhängiges, ein neutrales und ein menschliches Volk und Land zu bleiben. Die Offizierspromotionen erhielten durch Henri Guisan eine verpflichtende Würde. Er wählt dazu Stätten aus, die in unsere Geschichte eingegangen sind. Herr Oberstdivisionär, Sie sind zum Oberstkorpskommandant befördert. Das war auf dem Schlachtfeld von Sempach. Die dabei waren, sollten der ersten Schweizer Freiheitskriege gedenken. Sie sind, Herr Oberst, zum Oberstdivisionär befördert. Ich übertrage Ihnen das Kommando der Flieger- und Fahrtrupp. General Guisan wusste, nicht auf das technische Können allein kommt es an, sondern auf den Geist, in dem die Offiziere ihre Truppen führen müssen. Und er war ihnen nahe, um zu erfahren, was sie bewegte und sie spüren zu lassen, was sie erstrebte. Von den Offizieren und Soldaten verlangte der Oberbefehlshaber, dass sie nie nachließen, dass sie nicht eitles Soldatenspiel trieben, sondern sich beherrschen und vorbereiten lernten, um jederzeit dem wirklichen, furchtbaren Krieg begegnen zu können.
Was der General in den letzten Kriegsmonaten sagte, gilt heute mehr denn je. Germanen, damit unsere steten Anstrengungen von Erfolg gekrönt seien, darf es keinen Erlassen geben. Ich wende mich im Besonderen an jene, die nicht schnell genug alle diese Anstrengungen beenden möchten. An jene, die vielleicht versucht wären, unseren Soldaten zuzurufen. Wozu das alles? An jene, die danach trachten, unsere Soldaten von ihrer Pflicht abzuhalten und sie zu besudeln. Und als der Krieg vorüber war, dankte das Parlament, dankte das ganze Land Henri Guisan, der in dunkelster Zeit den Willen des Schweizer Volkes verkörpert hatte, unabhängig zu bleiben und einig zu sein. Ich habe, sagte er damals, nur meine Pflicht getan. En effet, comme on voit, le devoir d'un soldat. Ma mission est terminée. Je reste à la disposition de mon pays. Die stürmische Herzlichkeit, mit der General Guisan damals gefeiert wurde, bewies ihm, wie gut wir ihn verstanden hatten. In den gefahrvollsten Zeiten wussten wir, der General steht auf der Seite der Freiheit. Nie wird er sich vor Drohung und Gewalt diplomatisch verbeugen. Noch einmal sprach Henri Guisan als Oberbefehlshaber, als er, um den Aktivdienst mit einer bewegenden Feier zu beschließen, von den Fahnen Abschied nahm. Toujours. Adieu, noble bannière. Je vous remets aujourd'hui aux autorités du pays, intact, libre et fier. Gott behüte, ihr Fahnen und Standard. Ich erwäge euch heute unversehrt, frei und stolz den Landesgehör. Dann kam in Puy der waadtländischen Heimat, an der Seite von Madame Guisan, die letzte Lebenszeit. An den Geburtstagen wurden die glückwünschenden Kinder selber zu Beschenkten. Die Jugend, von ihr verlangte Henri Guisan, dass sie stets aufs Neue den Rütli-Pakt schließe, den Pakt der Brüderlichkeit und des Zusammenhaltens in der Gefahr. D'entre nous, et vous, éclaireurs et éclaireuses, renouvelle l'ancienne alliance du Rütli et promette de faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder les valeurs sur lesquelles repose notre petite patrie, comme nous le fîmes avec vos pères et vos frères en 1940 sur la même prairie du Rütli. Und die jungen Schweizer hielten Henri Guisan die Treue. Nichts machte ihm an seinem 80. Geburtstag größere Freude als die Glückwunschstaffette der sportlichen Schweizer Jugend. Er wirkte damals noch so jung. Wir durften hoffen, er werde noch lange mit gleicher Frische für das Gute, Gesunde, Einigende in unserem Land reden und handeln können. Doch jedes neue Jahr, das ihm beschieden war, musste bald als eine besondere Gabe gelten. Umso herzlicher waren stets die Neujahrswünsche, umso liebenswürdiger wurden sie erwidert. Dann stand Henri Guisan zum letzten Mal vor der Filmkamera, als seine Porträtbüste enthüllt wurde. Und was er sagte, war schon ein Abschied, obschon es so warm, überlegen und fröhlich klang. Dank dieser Büste, sagte General Guisan, werde ich mit weniger ernstem Gesicht, als viele es von mir kennen, in die Nachwelt eingehen. Et que je passerai à la postérité avec une bobine un peu moins sévère que beaucoup connaissent. Grâce à vous, j'y passerai joyeux et de tout cœur. Merci. Merci. Und dann die Landestrauer, der unwiderrufliche Abschied. General Guisan ist im Alter von 86 Jahren in seinem Heim Vertrieb in Puy gestorben. 6 Unteroffiziere der Artillerie, der Waffe, in der Henri Guisan zuerst gedient hat, tragen den toten General hinaus. Auf einer Geschützlafette wird er seinen letzten Weg antreten.
Mitglieder des Landesverteidigungsrates begleitenden Sarg. Der Trauerzug bewegt sich durch die Straßen von Lausanne. In einer beinahe unübersehbaren Zahl von Kränzen wird das Beileid der Schweiz und des Auslandes kundgetan. Das Ehrendetachement wird durch das Gebirgsfusilierbataillon 36 gebildet. Die Aprilsonne leuchtet über dem flatternden Meer der Fahnen und Standarten der Bataillone und Abteilungen der Armee. Das Heer, das Henri Guisan in schwerer Zeit kommandierte, ist mit seinen Feldzeichen zum letzten Aufgebot des Generals angetreten. So zieht der Tote durch die schweigende, ergriffene Menge. Dem militärischen Befehlshaber gibt die Landesregierung das letzte Geleit. Den Bundesräten folgen die Altbundesräte, die mit General Guisan schwere Verantwortungen getragen haben. Die ausländischen Militärattachés und Angehörige des diplomatischen Korps bezeugen ihre Teilnahme. Die Studenten und unzählige Vereine haben ihre Fahnen entsandt. Ein ergreifender Augenblick. Die viel hundert Feldzeichen grüßen den General zum letzten Mal. Dieselben Fahnen und Standarten, von denen er am Ende des Aktivdienstes in so bewegender Weise Abschied genommen hat. Und wie in alten Sagen folgt das Pferd dem Sarge seines toten Herrn. Vor der Kathedrale von Lausanne endet der 2,5 Kilometer lange Zug. Zum Trauergottesdienst füllt sich der weite Kirchenraum bis auf den letzten Platz. Bundespräsident Petitpierre dankt im Namen der Eidgenossenschaft dem großen Toten für seine unvergesslichen Dienste an der Heimat. Er sagt, General Guisan hat in schwersten Stunden der Armee ihr Selbstvertrauen und dem Volk das Vertrauen in seine Armee geschenkt. Der General hat die Armee der Armee an der Armee an der Armee an der Armee an der Armee und au peuple confiance en son armée. Son exceptionnelle popularité dans toutes les régions du pays, dans tous les milieux, a été la réponse des confédérés à ce chef énergique, ferme et décidé, en qui il voyait un guide sûr, mais en même temps bienveillant, compréhensif, juste et humain. Die große Trauerfeier in der Kathedrale, die durch Lautsprecher ins Freie übertragen wird, weitet sich auf den Straßen und Plätzen zu einer riesigen Kundgebung aus, an deren Gedanken das ganze Land teilnimmt. Das Land, das Henri Guisan mit seiner ganzen Kraft einig und frei erhalten wollte. Auf dem Friedhof von Puyi ist General Guisan das Grab bereitet worden. Hier, unter einem hellen Frühlingshimmel, hat man die sterbliche Hülle des militärischen Befehlshabers beigesetzt, der ein so warmes, menschliches Herz hatte. Madame Guisan weiß in dieser schweren Stunde, dass an ihrer Trauer das ganze Schweizer Volk teilhat, das im Leben und Wirken Henri Guisans ein hohes Beispiel der Heimatliebe erkennt.